Hallo liebe Leute, zur 15. Folge Fastest Frontier, zur 15., nicht zur 5. Ich habe schon festgestellt, wir haben einen Fehler gemacht, oder ich habe einen Fehler gemacht in der letzten Folge, dass wir aufgehört haben, als Plünderer kamen. Wir sind schon unter starkem Beschuss hier. Ich kann gar nicht gemütlich in die Folge starten und ein bisschen was erzählen. Es geht gleich Schlag auf Schlag. Der Wagenfahrer ist von seinem Wagen gesprungen und hat Reis ausgenommen und lässt den Ochsenkarren hier mitten im Palisadentor stehen. Das finde ich sehr amüsant. Ich bin mal gespannt, ob wir das Tor dann auch zukriegen. Die Glocke habe ich schon mal geläutet. Ich lasse jetzt laufen und guck, da sind schon die ersten fast tot, dass ich die Leute hier reinkriege irgendwie. Richtung Dorfzentrum. Und auch ihr bitte, alle hier rein. Ich habe doch schon geläutet. Wieso lauft ihr denn noch raus? Schnell rein und Tür zu. Oh Gott, da ist eine Nachzüglerin. Jetzt machen sie die Türen. Die läuft echt, die läuft. Okay, sie haben umgedreht. Mach die Türe zu! Das macht aber auch niemand die Türe zu, ne? Lass die letzte rein. Jetzt ist zu. Sehr gut. Oh Gott, sie laufen aber jetzt da hinten rum. So, was ist mit meinem Wachturm? Mein Wachturm schießt. Sehr gut. Ja! Ja! Alter, der schießt. Der snipert die ja richtig weg. Alter, das ist ja ein Traum. Das ist ja ein Traum. Die Leute verschwinden in ihren Häusern, das ist gut. Das ist der nächste Tod. Jawohl. Ja, das wird überhaupt nichts. Und je näher sie kommen, jetzt kommen sie auch in die Reichweite dieses Wachturms. Die haben überhaupt keine Chance, ne? Oh nein! Guck, dass du in dein Gebäude kommst! Wo läufst du denn hin? Oh Gott, Leute, wo geht ihr denn hin? Was macht ihr denn? Oh Gott, er ist gerade noch im Haus verschwunden. Und der nächste Tod? Jawohl, sie flüchten schon. Sie flüchten schon. Wir kriegen den, kriegen wir auch noch. Zack! Hier ist aber... Jetzt machen sie meinen Karren kaputt hier. Ach nee, jetzt prügeln sie an meinem Tor rum. Kommt mal her, Leute. Wir machen einen Ausfall. Hat sie hinten noch Gegner? Kein... Doch, ein paar. Das schaffen die aber auch nicht, ne? Das Gebäude schießt, der Turm schießt. Das kriegen sie nicht. Der hier unten flüchtet auch schon wieder. Ja, sie rennen davon. Sie rennen davon. Sehr gut, Leute. Huh, das lief eigentlich ganz gut. Haben wir einen Toten? Der fährt schon wieder hier auf seinem Karren Zeug abholen, wie wenn nie was gewesen wäre. Ne? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt was mitgekriegt hat. 8 Plünderer gesichtet. Hier sind noch welche. Gut, aber lasst sie rennen. Die flüchten schon. Ne? Die flüchten schon. Das müsste es gewesen sein, glaube ich. Hoffe ich. Ich schalte mal ab. Ich glaube, wir können die Arbeit wieder aufnehmen und es wird allmählich Zeit, dass wir unsere Palisade hier weiter bauen und ich werde auch hier noch einen Turm bauen. Definitiv. Schade, dass der Turm noch nicht fertig war. Da sind die Plünderer vorbeigekommen. Naja gut, das hätten wir geschafft. Die sind weg. Ich warte mal auf den Bericht. Kann ich da noch einen töten? So rein aus Rache? Komm her. Leider nicht, oder? Kriegen sie ihn noch? Mach ihn kaputt! Na komm, egal. So, das müsste es gewesen sein. Ich hoffe, es ist jetzt Ruhe. Gold, bin gespannt, was sie geklaut haben. Ich warte auf den Bericht, aber viel erwischt dürfte sie eigentlich nicht haben. Viel erwischt dürften sie eigentlich nicht haben. So, hier müssen wir uns für nächstes Jahr noch was überlegen. Jetzt kommt hier erstmal Getreide. Hier kommt Kohl und Flachs. Und hier machen wir gerade was für die Fruchtbarkeit. Und hier machen wir Roggen. Sehr schön. Dorfbewohner geheilt. Das ist auch gut. Hier hat noch einer schwerende Wunden. So, Dorf wurde geplündert. 17 Plünderer sind gekommen. Was, 1500 Goldbarren haben die gestohlen? Wie haben sie denn das gemacht? Gegenstände geplündert, 1000... Wo haben sie denn die hohe hergeholt? Die sind doch alle weggeschossen worden. Waren die echt in meinem Lager? Die sind doch... Ich dachte jetzt... Ich bin entsetzt. Ich bin entsetzt, ja. Wie haben sie denn das geschafft? Naja. Naja, wie dem auch sei. Der Wachturm steht, es müsste ihn jetzt nur noch jemand aufbauen. Also er hat alles Material, er steht noch nicht, aber es müsste ihn noch jemand aufbauen.
Und dann können wir ja mal gucken. So. Ah nee, okay, hier gibt es jetzt eine genauere Aufschlüsselung. Sie haben mitgenommen 27 Räucherfleisch, 28 Räucherfisch, 791 Goldbarren, 8 Fellmäntel und 34 Käse. Wo haben Sie denn Käse her? Ich stelle doch noch nicht mal Käse selber her. Und das ist das der, den ich hier gekauft habe. Die haben meinen Handelsposten leergeräumt. Jetzt weiß ich, wie die an das Gold gekommen sind. Die haben... Boah. Okay. Okay. Die haben die kompletten 2200 Gold, die hier drin waren, rausgeholt. Und alles an Waren. Ach du Schande. Okay, wir müssen in Zukunft gucken, dass wir das Gold aus dem Handelsposten rausholen. Das ist ja eine mittlere Katastrophe, ne? Oha. Okay. Da müssen wir mal gucken in Zukunft. Das kann so nicht weitergehen. Das ist nicht gut. Da müssen wir uns was überlegen. Vielleicht bauen wir ein bisschen um. Machen diese Korbwerkstatt mal ganz woanders hin. Ich würde tatsächlich gern die wichtigen Gebäude nochmal extra umzäunen, tatsächlich. Sicher ist sicher. Ich weiß nur noch nicht wie. Wir haben nicht genug Platz gelassen für so Scherze, ne? Ich könnte natürlich alles ein Stückchen schieben. Dann ginge das. Da müssen wir aber wirklich alles schieben, ne? Wenn wir hier noch Platz hinkriegen wollen für eine Mauer. Oder ich mache sie halt statt der Straße. Mach die Schatzkammer noch mit rein. Und zieh da nochmal eine Mauer drum. Wo kriegen wir denn schon welche hin? Wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit tatsächlich, bis sie wiederkommen. Ich würde tatsächlich auch schon eine Steinmauer nehmen. Hier kann ich tatsächlich... Hier bekomme ich tatsächlich eine entlang. Wir brauchen aber noch ein Tor, ne? Ja, wir brauchen noch ein Tor. Puh. Das können wir auch hier hin machen, das Tor. Ich mache mal hier ein Stück Mauer auf jeden Fall. Wir zäunen das noch irgendwie ein. Ich baue das mal noch um. Da gibt es nochmal eine extra Umzäunung drumherum. Damit die wertvollen Sachen weg sind. Ich würde gerne reinpacken das Lager. Den Handelsposten. Das Stadtzentrum. Und die Schatzkammer. Das würde ich gerne nochmal extra umzäunen mit einer extra Steinmauer plus Tor, damit wir das in Zukunft dicht haben, dass sie uns da nichts mehr rausholen. Das gefällt mir nämlich gar nicht. Ich glaube, die Sammelhütte würde ich dazu tatsächlich schon mal als erstes verlegen, und zwar nach hier vorne. Ist das so ein Priorisierungsdings? Das ist doch gar nicht priorisieren. Feind gesichtet. Oh, der Wolfsbau ist wieder da. Nein, nicht den Wolfsbau kaputt machen, Leute. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Nicht den Wolfsbau kaputt machen, bitte. Da steht der Wachturm. Und unser Kollege deckt sich ein. Er hat sich bei der Schmiede gerade ein Schwert geholt. Das ist korrekt. Jetzt geht er vermutlich, sucht nach Waffen. Jetzt geht er hier an die Bogner Städte. Und da sind im Lager Bögen und Pfeile. Deckt sich ein. Sehr gut. Und jetzt habe ich hier hinten nämlich einen Wachmann in diesem Turm. Und der wird mir die Wölfe nämlich alle entfernen. Und der Jäger kann sie dann einsammeln. Das finde ich überragend gut. So, soweit, so gut. Die holzen mir jetzt hier schon ziemlich viel ab, die Kollegen, ne? Gut. Dorfbewohner an Krankheit gestorben, an schwerende Wunden. Warum ist er denn nicht zum Arzt gegangen? Der hat keine Patienten. Er hätte doch in die Heilhütte gehen können. Naja. Naja. Was macht meine Arbeiterunterkunft hier hinten? Da fehlen auch noch Holz. Ja, wir kommen schwerlich voran hier, ne? Ein Quicksave. Die wollte ich auch noch abschalten. Hier haben wir ja auch Steinstraße hingesetzt. Auch die kommt nicht so richtig voran. Fehlt es uns an Arbeitern?
Eigentlich nicht. Aber wir könnten mal wieder ein paar Wohnhäuser bauen tatsächlich. Wir haben nahrungstechnisch, haben wir, glaube ich, unsere schlimme Zeit überwunden. Übrigens habe ich vielfach gelesen, dass die Bäckerei unbedingt in die Stadt muss, weil die gute Attraktivität macht. Das ist eine hervorragende Information. Das heißt, ich werde die dann wahrscheinlich bei Zeit auch nochmal umsetzen. Zumindest eine. Vielleicht auch beide. Mal gucken. Wir haben ja eigentlich genug Mehl für zwei. Vielleicht setzen wir da auch noch ein paar in die Stadt. Dazu muss ich aber ein paar Häuser verschieben. Mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht kann man dieses Haus hier hinschieben? Könnte man. Machen wir auch mal. Bauen hier unten mal noch eins hin. Häuser kann man nie genug haben. Können wir wieder ein paar Leute aufnehmen, weil Nahrung haben wir jetzt erstmal wieder ziemlich ausreichend tatsächlich. Und dann gucke ich mal, hier ziehen sie jetzt tatsächlich die Steinmauer hoch. Das gefällt mir sehr gut. Brennholz läuft und zwar ohne Ende. Das heißt, ich stecke in die Köhlerei jetzt noch einen vierten Mitarbeiter, die hier Kohle herstellen. Das haben wir, glaube ich, gesichert. Jetzt gehen mir aber die Stämme allmählich zur Neige. Deswegen wird es Zeit, dass hier hinten die Arbeiterunterkunft fertig wird. Die ist aber viel zu weit weg. Die bauen immer erst die Sachen in der Nähe, ne? Deswegen bauen sie jetzt die Mauer zuerst. Wir müssen die Sachen jetzt erstmal fertig werden lassen, bevor wir Neues bauen. Sonst wird das nichts. Aber hier entsteht jetzt zumindest die Mauer. Das ist schon mal gut. Da wollen wir nämlich eine drumherum ziehen. Baut uns das mal noch auf. Das könnt ihr ja mal noch machen. Ansonsten wollten wir noch eine Wagenwerkstatt bauen. Das ist auch so ein Punkt. Wir brauchen nämlich mehr Wägen, damit das Zeug von außen besser abgeholt wird. Und hier wird Obst geerntet. Das ist super. Das ist super. So, der Wolfsbau ist wieder bestückt. Da schleicht ein Wolf rum. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Wie unser Plan funktioniert. Das Teil ist doch besetzt. Na, wo ist er denn? Was? Hallo? Jetzt ist der Wachmann auf dem Weg in sein Haus. Der ist auch nicht immer da. Super. Raubtier gesichtet. Jetzt geht's nämlich schon los. Und wo ist die Jägerin? Die ist hier. Die macht sich daran. Auf geht's. Ja, okay, der Wolf macht mir nicht allzu viel. So. Und schon haben wir wieder Fleisch und Fell. Ich finde das eigentlich ziemlich gut. Ich will nicht, dass der Wolfbau zerstört wird. Das gibt uns konstant eine unendliche Menge an Fleisch und Fell. Wir müssen nur dafür sorgen, dass er nicht kaputt gemacht wird. Die Population erholt sich immer wieder, auch wenn wir alle weggetötet haben. Das ist schon ziemlich lustig. So, Wohnraumknappheit, aber nur kurzzeitig, weil wir ja gerade ein Wohngebäude abgebaut haben, um es hier wieder aufzubauen. Hier unten bauen sie jetzt noch ein Haus. Das ist gut. Hier fehlt immer noch Wall. Oh weh, oh weh, oh weh. Dann verschieben wir eine Bäckerei. Hier haben wir wieder Kompost. Da gucken wir mal, wo wir den aufbringen. Hier wird nächste Saison. Das ist Unkrautniveau tatsächlich ziemlich hoch. Ich würde tatsächlich hier mal eine Jätearbeit einbringen. Nächste Saison. Aber das ist dann nichts für Dünger. So, hier wird schon Getreide gemacht. Das finde ich super. In der nächsten Saison machen wir dann, das ist nicht frosttolerant, da machen wir ein paar Karotten und nochmal Getreide. So, und dann, das brauchen wir auch nicht mehr. Und dann machen wir eine Erholungssaison mit zweimal Klee. Ne, wa? So. Und hier haben wir nächste Saison. Okay, hier haben wir Karotten und Getreide. Das heißt, ich werde nächste Saison mal hier düngen. So, für große Mengen an Getreide. Raubtier gesichtet. Stopp. Die Jägerin ist schon zugange, ne? Oh Gott, da kommen gleich zwei, ne? Okay, das sind jetzt einige tatsächlich. So, Wölfe erlegt. Wunderbar. Einer ist noch übrig, da hinten. So, jetzt ist auch unser Wachmann wieder hier. Ja. Jetzt, wo die Wölfe alle tot sind, jetzt ist unser Wachmann da. Super. Da liegt Seife auf der Straße, mitten im Wald. Man kennt's, ne? Man kennt es.
So, hier düngen wir. So, das Gebäude ist versetzt. Wie groß ist eine Bäckerei? Da, 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 da. Kriegt man die hier rein? Oh ja, die passt hier rein. Wunderbar. Das heißt, ich schnapp mir hier hinten eine unserer Bäckereien und verschiebe das Gebäude hier rein. So, dann hätten wir das nämlich auch mal. Perfekt. So, hier wird Mauer gebaut, nehme ich an. Ja, noch ein Stück Mauer und die anderen beiden. Gut, da fehlt jetzt noch Stein, aber das kriegen wir auch noch hin. So, derweil könnten wir uns mal überlegen, ob wir etwas upgraden. Uns gehen die Stämme aus, um Himmels Willen. Wir brauchen mehr Holz. Wir brauchen mehr Holz. Das Ding hier hinten, gut, sie haben mittlerweile wieder 5 Stämme hingebracht. Aber hier hat so viele Riesenbäume. Ja, oh, Feind gesichtet. Ach so, ja. Aber nicht kaputt machen. Nicht kaputt machen. Er ist schon wieder weg. Unser Wachmann ist schon wieder hier. War der nicht gerade noch in der Garnison? Naja. Dann ist das mit dem Turm auch eher kontraproduktiv tatsächlich. Wo ist der Wolf? Hier. Ist die Jägerin da? Ja, sie ist da. Das passt dann. Dann sollte ich keinen. Also solange der Jäger da ist, habe ich wenig Sorge vor den Wölfen. Den Wachmann hätten wir uns tatsächlich sparen können. Muss ich so sagen, leider. So, aber kohletechnisch müsste hier jetzt laufen, ne? Der Kollege hat genau, er hat Lager. Ja gut, wir haben jetzt Eisen ohne Ende. Das ist gut. Und auch die Schmiede arbeitet wunderbar im 1:1-Takt. Wobei das, irgendjemand hatte mal was geschrieben. Irgendjemand hatte mir in die Kommentare mal eine sinnvolle Verteilung geschrieben. Ich glaube, die normalen Werkzeuge kann man ein bisschen mehr von machen. Und 2 Waffen und eine schwere. Ein schweres Werkzeug. Davon haben wir eh mittlerweile so viel. Klar, wir können es bei einem Händler verkaufen, vielleicht bei Zeit. Das geht dann schon. Wir könnten hier auch das Lager vergrößern. Dann ist auch der Verderb reduziert. Kostet uns 50 Bretter, 30 Ziegel und 150 Gold. Das machen wir. Wir verbessern auch das Lager hier. Das wird ja jetzt hier mit umzäunt. Das ist eigentlich ziemlich gut. So, die neue Hütte hier unten ist auch fertig. Das passt auch. Die Bäckerei wird verschoben. Da hat aber noch keiner angefangen. Aber das kommt, das kommt, das kommt. Ist jetzt alles ein bisschen zähflüssig. Aber da müssen wir durch. Ich glaube, dieser Wachturm hier hinten, der ist komplett für die Katze. Wo ist er? Okay, jetzt hat er gerade mal wieder den Turm besetzt. Okay. Das geht halbwegs. So weit, so gut. Marktplatz passt. Da müssen sie immer noch die Bäckerei verschieben. Haben sie sie denn mittlerweile abgebaut? Nein. Habe ich denn genug Arbeiter für die Scherze? Eigentlich schon. Wir haben 23 Arbeiter. Ich frage mich, wo die. Ach so, die machen jetzt schon wieder. Ha! Ich sollte lernen, die Finger wegzulassen von weiteren Ausbauten und so, bis nicht alles fertig ist. Ne? Das lerne ich auch noch, weil meine Arbeiter sind komplett zerrissen zwischen 5000 Arbeiten. Hier macht nämlich noch irgendjemand Steinstraße. Die haben wir auch mal bestellt. Da ist jetzt zumindest mal ein Stück fertig. Geht alles etwas zäh. Da hinten fehlt immer noch 4 Holz. Da kommt jetzt mal wieder einer. Mit 4 Holz. Da kann die jetzt vielleicht gleich aufbauen. Das wäre doch immerhin mal was. Oh, hier gibt es auch nochmal Sand. Nein, er geht wieder. Hättest du es nicht einfach aufbauen können? Naja, da fehlt auch noch die Straße. Ja, wir sind ziemlich am Limit aktuell. Jetzt ist wenigstens hier mal das Stück Mauer fertig. Wir lassen sie jetzt erstmal fertig bauen. Ich glaube, das ist jetzt erstmal das Wichtigste, dass sie alles. Auch hier findet jetzt immerhin mal der Abbau statt von der Bäckerei. Das geht. Hier im Lager ist noch ein bisschen Getreide drin. Die Mühle hat 200 Getreide im Lager. Das ist super. Hat der Bauernhof Getreide. 52 von 96. Das ist auch gut. Die Kühe sind top gesund. Feind gesichtet.
Nicht den Wolfsbau zerstören, meine Freunde. Na, 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 na. Weg da. Weg da. Nicht den Wolfsbau zerstören. Aber die Wölfe sind alle tot. Da war noch einer übrig. Jetzt sind sie wieder bei null, ne? Das ist witzig. Also irgendwie gefällt mir das, aber ja. Jetzt haben wir hier aber mit der Arbeiterunterkunft einiges an Holz weggeräumt. Ich würde jetzt den Sammelradius tatsächlich mal nach hier hinten legen. Jetzt können sie dort mal ein bisschen arbeiten, dann kann hier wieder wachsen. Weil hier hinten ist auch viel, viel Großes, beziehungsweise viel Totes. Raubtier gesichtet, wo diesmal um. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass gleich alle vier Wölfe kommen. Aber unser Turm macht das. Unser Turm macht das. Ich muss einfach nur wegrennen. So, und jetzt kannst du helfen. Weg damit. So. Na, dreimal Wolfsfleisch. Wunderbar. So habe ich es mir vorgestellt tatsächlich. So habe ich es mir tatsächlich vorgestellt. Es gibt keine Steine in Reichweite. Ja, das ist mir klar. Aber wir brauchen jetzt auch eh erstmal Holz. Wir haben schon 200 Stämme verblasen in dieser Folge. Die Felder sind wahrscheinlich durch. Das bedeutet, wir können die Leute hier rausnehmen. So, die Bäckerei ist weg und entsteht hier neu. Die ist gleich fertig. Dann haben wir das auch geschafft. Noch ein Raubtier gesichtet. Hier. Das hat aber jetzt der Jäger gemacht. Und die Wolfshöhle schon wieder ausgerottet und viermal Fleisch und Fell bekommen. Sehr gut. So, die Bäckerei steht. Perfekt. Dann können wir die andere noch irgendwo hier reinsetzen. Wie sieht es denn hier jetzt eigentlich mit der Attraktivität aus? 45% von 65. Okay, warte, da gibt es noch eine Anzeige für. Nicht Wasser, sondern... Nicht Fruchtbarkeit, sondern Gebäude aufgegeben. Was ist das denn? Die Attraktivität um das Gebäude Heimstatt ist gesunken und es wurde aufgegeben. Verbessern? Wo ist es denn? Wo ist das passiert? Oder ist das dann einfach automatisch runtergestuft? Ich denke schon, weil der Wohnraum ist ja noch zur Verfügung gestellt. Das ist wahrscheinlich automatisch, das ist natürlich nicht schön jetzt. Wahrscheinlich, weil ich sie hier... Ja, das ist die Heimstatt, die ich hier rausgesetzt habe. Und hier ist es wohl nicht attraktiv genug. Wobei, doch ist es. Warum ist die denn abgewertet worden? Jetzt könnte ich sie wieder aufwerten. Toll. Super. Schätzkekse. So, wo war denn jetzt die Attraktivität? Hier. Jetzt muss ich doch mal hier reingucken, wie es aussieht. Hier sieht es eigentlich auch ziemlich gut aus. Das hier am Rand ist ziemlich schlecht. Da müssen wir nochmal schieben. Aber das will ich eh, damit ich Mauer bauen kann. Vielleicht können wir jetzt hier innen drin nochmal was tun. Hier sind wir schon bei 46%. Ich könnte die Bäckerei hier runterstellen. Die zweite. Ich denke, das ist auch noch eine Idee. Hier unten in die Ecke, ne? So, komm mal her. Schnapp. Hier. Da tun wir nämlich auch nochmal ordentlich was für die Attraktivität. Einmal hier runter. So, Nahrung haben wir mehr als genug. Brennholz haben wir mehr als genug. Jetzt sind Stämme das Problem. Ich hoffe... Wir kriegen jetzt hier hinten die Arbeiterunterkunft ans Laufen. Ja, sie ist fertig. Sehr gut. Die besetzen wir auch direkt voll. Ressourcenverhältnis sind 3 Holz zu 1 Stein, bitte. Und dann setzen wir den Radius mal hier hin. Könnte mal loslegen. Dann haben wir nämlich wieder ein bisschen mehr Holz. So. So weit, so gut. Jetzt kümmere ich mich nochmal hier ein bisschen um die Mauer. Während die Bäckerei verschoben wird. Habe ich nicht hier auch irgendwann mal eingeebnet? Könnt ihr euch nicht erinnern? In der letzten Folge. Passt da jetzt eigentlich ein Haus hin? Ja, jetzt passt hier ein Haus hin. Sehr gut. Und welches war das mit der miserablen Attraktivität hier vorne? Die beiden, ne? Das heißt, das schnappe ich mir jetzt. Das kommt hier hin. So. Und das schnappe ich mir. Das kommt... Ah, hier ist es noch durch Gebäude blockiert. Was ist da im Weg? Hier könnten wir es noch hinstellen. Hier hin.
So, verschieben wir die mal hier runter. Hier unten ist es nämlich attraktiver. Und dann haben wir hier oben auch ein bisschen Platz geschaffen für die Mauer und die Schatzkammer. Wir werden hier nämlich jetzt ein bisschen rumschieben. Auch die Korbwerkstatt kommt hier weg. Wo würde die denn hinpassen? Hier zum Beispiel. Einfach so hier hin. Das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Platz. Dann ist die nämlich auch weg. Ja, wir schieben die mal hier hin. Lassen die Leute das mal machen. Ein bisschen umbauen jetzt, damit wir hier eine Mauer drum ziehen können. Und die Schatzkammer würde ich auch noch gerne hier reinziehen. Wenn die Korbwerkstatt weg ist, passt die vielleicht hier hin. Und dann eine Mauer drum und ein Tor rein. Vielleicht ist unser Gold dann geschützt. Weil die haben ja jetzt echt ein bisschen arg viel mitgenommen im letzten Angriff. Das tat weh. Also das muss ich schon zugeben. Das tat richtig weh. So, wie sieht es sonst aus? Hier oben hat es noch Ton. Das müssen wir uns merken für die Zukunft. Und das nächste, was ich dann... Oh, wir gucken mal schnell die Felder, weil der Winter ist gleich vorbei. Hier wird Unkraut gejätet und Kohl angebaut. Das ist gut. Hier ist eine Pausensaison. Nee, da macht doch, der macht Klee und danach Buchweizen. Ich stecke mal sofort die Leute wieder rein, bevor ich es vergesse. So. Klee und Buchweizen. Hier wird Karotte und Getreide gemacht. Und das Feld wird ja gedüngt. Da sind wir jetzt schon bei 60% Fruchtbarkeit. Der macht jetzt auch Karotten und Getreide. Das ist super. Die Kerzenwerkstatt hat kein Wachs. Wir brauchen noch eine Imkerei. Und die Brauerei, die kann aber... Ja, der fehlt es auch an Honig. Wir brauchen noch eine Imkerei. Wohnraumknappheit haben wir keinen. Wir verschieben nur Gebäude. Und dann bauen wir auf jeden Fall noch eine Imkerei hier hin. Nahrungsproduktion ist es nicht. Es ist bei Ressourcen, ne? Weberei, Kerzenwerkstatt, Seife, Imkerei. Die können wir ja noch hier irgendwo hinstellen. Da ist ja genug Platz. Achso, es hängt auch von der Fruchtbarkeit des Bodens ab, oder? Ich glaube schon, ne? Honigbonus, da kann man es ja sehen tatsächlich. 70%. 72. 70, 69, 71, 72, 72. Wir stellen sie hier hin. Können wir da mal noch eine Imkerei hinstellen? Wohnraumknappheit müsste gleich verschwinden. Sie müssten nur die Häuser aufbauen. Die Korbwerkstatt ist schon weg. Die wird hier gerade aufgebaut. Sehr gut. Dann kann ich nämlich auch das Stück Straße hier entfernen. Yep. So. Machen es dafür hier hin. Meine blöde Frage, eine Steinstraße? Macht eine Steinstraße nur schneller oder erhöht das auch die Attraktivität? Gute Frage. So, Lager, Schatzkammer. Die passt doch locker hier noch hin. Ja, und dann können wir eine Mauer drum ziehen. Irgendwie. Das geht aber schon. Da kommt jetzt erstmal ein Händler. Das freut mich. Da gucken wir gleich mal, was der uns anbietet. So, Pause. Gucken wir. Diesmal haben wir ihn direkt erwischt. So, wir haben Felle ohne Ende. Wir könnten ihm ein paar Felle verkaufen. Vor allem, weil wir einen Haufen Geld dafür kriegen. Wir haben so viele Felle. Da können wir doch mal, 100, 125 verkaufen. Bringt mir das mal ran, Leute. Steine will ich nicht verkaufen. Die habe ich mal welche gekauft. Da wäre es natürlich gut, die auch ins Lager zu transportieren. Und ansonsten kauft er nur noch Schuhe, Seife. Da geben wir nichts ab. Und Bretter geben wir erst recht nichts ab. So, und dann verkauft er uns. Das haben wir selber, das haben wir selber, das haben wir selber. Davon haben wir sowieso mehr als genug. Davon auch. Was ist das? Medizinische Wurzeln. Die müssen wir auch mal irgendwo in ein Lager transportieren. Brauchen wir alles nicht. Und Getreide verkauft er uns. Spottbillig, aber da kriegen wir... Ja, wir könnten ein bisschen was kaufen. Ich verkaufe jetzt erstmal die Sachen hier oben. Das gibt uns ja locker, über 1000 Gold. Und dann können wir vielleicht noch 200, 300 Getreide kaufen. Das ist, denke ich, ganz okay. Lassen wir den das erstmal rantransportieren. Wir brauchen jetzt... Ich stelle mal hier noch einen ein, damit das ein bisschen schneller geht. Transportiert mal die Sachen her. Und dann verkaufen wir ihm die. Wie lange ist er da? 50 Tage. Dürft es nur nicht vergessen.
Wir dürfen es nur nicht vergessen. Hier ist die zweite Bäckerei angekommen. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Bäckerei und wir haben hier eine Bäckerei. Das ist gut für die Attraktivität. So, hier unten haben wir auch wieder nur noch 16, 13. Das ist halt wahrlich nicht mehr viel, ne? Das ist halt auch die Frage, ob man nochmal einen Brunnen hinbaut oder einen Park oder so. Irgendwas muss man da tun. Wir können auch noch ein Theater und eine Kneipe. Wir wollten auch noch eine Kneipe bauen, ne? Uff. Was ist denn ein Rattenfängerhaus? Rattenfänger helfen dabei, Nagerpopulationen in ihrem zugewiesenen Arbeitsgebiet unter Kontrolle zu halten. Okay, wir hatten noch nie Ratten. Noch nie. So, Kneipe erhöht die Attraktivität erheblich, oder? 40% haben sie jetzt und wenn ich es daneben stellen würde, hätten sie 49. Das ist schon ordentlich. Die kommen sogar schon auf 55 hier in der Mitte. So, wie groß ist die Kneipe? 2x3, wie eine Bäckerei. Das heißt, das reicht, wenn man da ein Gebäude wegschieben würde. Dieses hier vielleicht. Das können wir ja mal hier runterschieben. Und dann passt hier eine Kneipe rein. Und da muss auch noch irgendwo ein Theater hin. Naja, es geht voran. Es geht voran. Die Wolfe. Nein, jetzt ist... Ah, nee, da ist der Wolfsbau. Ich dachte schon, sie haben ihn kaputt gemacht. Aber er ist noch da. So. Wie sieht es eigentlich mit unseren Nutztieren aus? Wir haben tatsächlich mittlerweile 8 von 12. Das ist ziemlich gut. Wir könnten dann mit der ganzen Milch, die wir haben, allmählich auch mal an eine Käserei denken. Junge, wir haben so viel zu tun. Nahrungsproduktion ist hier, die Käserei. Die macht tatsächlich nur aus Milchkäse. Die braucht kein Brennholz, die braucht kein nix, ne? Das ist, glaube ich, das Beste, was wir haben können. Tatsächlich. Kostet mich aber 50 Ziegel. Die brauchen wir erst noch, die habe ich noch nicht. Raubtier gesichtet. Ich nehme an, der Wolfsbau ist wieder da. Raubtier gesichtet und Raubtier tot. So stelle ich mir das vor. Und da kommt die Jägerin. Hilna, genau. Jetzt wird der nächste Wolf angegriffen. Jawohl. Zack und weg mit ihm. Kostenloses Fleisch. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Das finde ich gut. Unendliche Fleischquellen. Müssen wir uns merken, falls wir irgendwo mal wieder einen Wolfsbau finden. Gleich eine Jägerhütte davor. Oh. Händler. Noch 14 Tage. Die Sachen sind da, 126 Stück. Die verkaufen wir ihm jetzt, weil er zahlt überdurchschnittlich viel. Wir kommen fast 1400 Taler dafür. So, weg damit. Und ich glaube, für die 386 kaufe ich mir ein bisschen Getreide, weil das verkauft er total billig. 100, so 300 Stück vielleicht. Ja, 312, 360. Na, 382. Kaufen und transportieren. Zack. So. Wunderbar. Und danach machen wir... Genau. So. Dann sind wir mit dem Händler erstmal durch. So, jetzt ist die Frage, das Ding muss hier rüber. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Da kommen wir nicht vorbei, ne? Hier auch nicht. Ja, das könnte aber... Ne, da müsste ich die Weide noch kleiner machen. Das ist auch nichts, ne? Wie könnte man das jetzt am geschicktesten bauen? Das Lager ist übrigens ausgebaut worden. Das sehe ich jetzt erst. Sieht ziemlich schick aus. Ach, das ist alles ein Gequetsche hier drin. Das ist unfassbar. Ich kann hier die Straße wegmachen und hier, dann kann ich eine Mauer drumherum ziehen, aber dann kommt ja kein Mensch mehr durch, ne? Dann müssen sie alle außen rumlaufen, für nix und wieder nix, ne? Vor allem hat halt dann hier der Stapelplatz keine Straßenanbindung mehr. Und hier ist noch eine Sägegrube, die könnten wir... Hier passt doch noch Straße hin, oder? Ja. Okay, dann machen wir das anders. Dann muss die Sägegrube woanders hin.
Dann kommt die mal hier hoch. Auf geht's. Weg damit. Setz mal die Sägegrube um. Das ist ein bisschen Fummelei, ein bisschen eine Bastelei jetzt. Aber ich glaube schon, dass wir das irgendwie hinkriegen. So, Raubtier gesichtet. Ja, das ist aber überhaupt kein Problem. Der Turm hat das schon erledigt. Ja, und da kommt die Jägerin und sammelt es ein. Ich glaube, da müssen wir uns jetzt gar nicht mehr so viel drum kümmern. Das sieht aus, als würde es von selber laufen. So, hier wird ein Haus verschoben. Von hier nach hier. Das nächste Raubtier gesichtet. Ich kann aber irgendwie nicht gucken. Das macht mich nervös. So, Wohnraumknappheit. Das stört mich aber nicht. Das wird hier gleich wieder aufgebaut. Und dann können wir hier eine Kneipe reinstellen. Aber damit warte ich jetzt tatsächlich. So, der Händler reist in 5 Tagen ab. Das war der, der eh schon, den kennen wir schon. Das ist kein neuer. Das heißt, der kann erstmal gehen. So. So, 3, 2, 1, weg damit bitte. Danke. Dann können wir hier die Straße entfernen. Und dann würde ich gern die Straße. Ich würde nur gern dieses Stück entfernen. Naja, wir machen es mal komplett weg. So, machen hier wieder ein Stück rein. Und machen dann von hier. Hier Straße hin. So. Das ist gut. Dann kann man die Nase hier noch abschneiden. Weg damit. Ach so. Mach's erstmal so. Und dann kriege ich das doch von hier noch daran. So, perfekt. Jetzt kann ich hier die Mauer entlang ziehen, zumindest mal bis davor. Das ist ja schon mal gut. Das Tor machen wir irgendwie auf die Seite oder da. Irgendwo muss der Händler ja noch reinkommen. Oh, da ist ein neuer Händler. 43 Tage. Moment, den muss ich mir auch mal angucken. Was kaufen tut er? Leinenkleidung. Da möchte ich jetzt nichts von verkaufen. Ehrlich gesagt. Vielleicht ein bisschen. Ein bisschen könnten wir verkaufen, oder? 63. Ich denke 20. Na, können wir da verkaufen. Werkzeuge verkaufen wir keine, Schwerter sowieso nicht, Honig haben wir eh viel zu wenig. So, und was verkauft er uns? Felle habe ich mehr als genug, Seife brauchen wir keine. Wir könnten ein paar Stämme kaufen, tatsächlich. Fleisch brauche ich nicht, Kräuter brauche ich nicht, Weide brauche ich nicht. Ich würde tatsächlich ein paar Stämme kaufen, die kosten nicht so viel. Mal 100 Stück. Für 400 Taler. Das ist okay. Ja. Kaufen und transportieren. So. Wunderbar. Dann lassen wir laufen. Dann kann ich tatsächlich jetzt auch die Weide ein bisschen vergrößern. Wenn ich die jetzt ein bisschen weiter hier rüber setze, hat die nämlich mehr Platz und dann ist die Schmiede nämlich nicht mehr da drin unbedingt. Dann könnte die Weide bis ganz darüber gehen. Das finde ich gut. Dann müssen wir aber erst den Zaun verschieben. Oh Gott. Kann man Zaunteile verschieben? Nee, den kannst du tatsächlich nur abreißen. Okay. Ihr wisst, was das bedeutet? Gibt Gefummel. So, bau hier mal Zaun auf und danach kann man den Rest, glaube ich, entfernen. Bin mal gespannt, wo sie dieses Eckteil anschließen, weil theoretisch gibt es 2 Möglichkeiten. Hier und hier. Naja. Ah, wir sind schon dabei. Baut uns das mal auf. So, Sägegrube ist verschoben. Da wird schon wieder gearbeitet. Sehr gut. Damit ist hier jetzt noch ein bisschen Fläche frei. Jetzt können wir als nächstes hier mal Mauer setzen. Bis hier. So. Das war der Plan. Steine haben wir genug für die Scherze. So, genau. Also wir haben jetzt über 500 Brennholz tatsächlich. Ich werde jetzt mal in einem Spaltplatz da mal jemanden rausnehmen. Das spart uns auch ein bisschen Stämme. Wie sieht denn hier hinten die Abholzung mittlerweile aus, wo ich die Leute drauf geschickt habe? Ja, die sind schon. Da hat es noch genug Holz. Okay.
Und wir müssen jetzt unbedingt noch eine Wagenwerkstatt bauen. Ganz dringend. Irgendwohin. Vielleicht hier außerhalb oder so. Oder von mir aus auch hier. Und eine Käserei wollten wir bauen. Oh Gott, ich komme überhaupt nicht mit. Wir haben so viel zu tun, Leute. Aber wir sind mit der Folge jetzt auch schon relativ am Ende. Ich finde, es lief eigentlich ganz gut. Hier unten hinten steht die zweite Imkerei. Die ist fertig geworden, die produziert auch schon. Genauso wie die. Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Genau. Der Wolfsbau ist aktuell gerade wieder ausgerottet. Aber wenn du guckst, wie viel die produziert, ne? 350 Fleisch, Talg, Felle, das klappt sehr gut mit dem Wolfsbau. Hier haben wir, jetzt wollen Dorfbewohner einwandern, 8 Stück. Nein, kann ich aktuell nicht aufnehmen, ich habe nicht genug Wohnraum. Ich will mich erstmal um all die anderen Sachen kümmern. Wir haben 24 Arbeiter, wir können auf jeden Fall noch eine Kneipe bauen, die kommt hier hin. Wir wollen noch eine Käserei bauen, die kommt hier oben irgendwo hin. Wir wollen eine zweite Wagenwerkstatt bauen, die kommt, weiß der Kuckuck wohin. Wir wollen die Schatzkammer hier rüberschieben und die Mauer schließen. Das ist alles das, was wir machen wollen. Das heißt, wir haben für die nächsten Folgen, und ich will noch ein paar Straßen ausbauen, tatsächlich steinmäßig. Vor allem hier hinten, die ist immer noch nicht fertig, ne? Und das Stück hier zu der Arbeiterunterkunft möchte ich eigentlich auch aus Stein haben, damit das Holz und das Zeug schneller kommt. Und dafür hätte ich auch wirklich gerne eine zweite Wagenwerkstatt. Also, da haben wir einiges zu tun in den nächsten Folgen. Aber ich gucke jetzt noch mal kurz nach dem Händler. Die 22 Klamotten sind da. Die verkaufen wir ihm. Dann haben wir wieder ein bisschen Gold. So. Und dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Ich freue mich schon auf die nächste. Wir haben noch einiges zu tun. Wir haben noch richtig viel zu tun. Hier haben wir wieder eine Feldfruchtkrankheit. Das ist schon tragisch. Aber Getreide kriegen wir diese Saison jede Menge. Wir haben 2 Felder, auf denen Getreide produziert wird. Das wird richtig ordentlich. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao.